Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Sendung von Kiezhelden. Ich bin Isa. Und ich bin Laurenz. Und wir bringen euch ein Stück Berliner Kiezkultur ins Wohnzimmer. Helden sind nicht immer nur starke Männer in Strumpfhosen. Helden sind vor allem die Menschen, die mit kleinen Taten deinen Alltag ein bisschen besser machen. Aber weißt du, wer diese Helden sind und wie sie überhaupt aussehen? Wir haben uns ein paar von ihnen geschnappt und ein bisschen von ihrer Heldenzeit geklaut. Also, Pfoten weg von der Fernbedienung, denn die folgenden Themen dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Warum über dem Berliner Himmel Bücher fliegen. Und warum Patenschaften manchmal auch ganz schön lecker sein können. Werk 9. Mitten im Regierungsviertel kämpft eine Jugendkulturorganisation Jahr für Jahr um den Erhalt. Außerdem live bei uns im Studio der Poetry Slammer Tom Maas. Mal ehrlich, wenn ihr ein Buch einmal gelesen habt, wie oft nehmt ihr es danach nochmal aus dem Regal? Wahrscheinlich nie mehr. Und wie viele Kissen haben sich schon angestapelt als Staubfänger? Es haben jedoch nicht alle Zugang zu Büchern. Dabei ist es doch so wichtig, vor allem für Kinder und Jugendliche. Es gibt bestimmt bessere Verwendungsmöglichkeiten, als die alte Lektüre einfach ungeliebt in der Ecke vermodern zu lassen. Das dachte sich auch Anna Lichtwar, als sie vor 8 Jahren den Berliner Büchertisch ins Leben rief. Kreuzberg Mitte. Zwischen Mehringdamm und Gneisenaustraße werden Bücher gespendet, verkauft und verschenkt. Mehr als 20.000 gebrauchte Bücher stehen neben den üblichen Neuerscheinungen in dutzenden Regalen bereit, um entdeckt zu werden. Der Berliner Büchertisch ist mehr als nur ein normaler Buchladen. Es ist eine gemeinnützige Organisation, selbsttragendes Unternehmen, geliebter Arbeitsplatz, aber auch Unterschlupf, Wohlfühlraum und für manche sogar eine zweite Chance. Also wir haben ungefähr 40 Mitarbeiter, die bezahlt werden. Darunter zählen auch die Auszubildenden. Wir haben 4 Auszubildende. Wir haben auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir haben Praktikanten. Wir haben Praktikanten aus dem Ausland. Wir haben Austauschprojekte, mit denen wir uns auch mit Mitarbeitern austauschen. Und ja, man kann sagen, vom 12-jährigen Schülerpraktikanten bis zum ehrenamtlichen Mitarbeiter über 70 arbeiten hier eigentlich Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und aus allen gesellschaftlichen Hintergründen. Und genau das macht uns reich und das ist auch schön. Ich bin auch in der Passionskirche hier, auch im, das ist im Kreuzberger Kiez, im Bergmannstraßenkiez, mache ich einen Büchertisch einmal in der Woche, wo eben sozial Benachteiligte sich dann auch Bücher aussuchen können. Und das mache ich mit großem Engagement. Das wertvolle Gut der Literatur soll allen zugänglich gemacht werden. Der Berliner Büchertisch ist aber nicht von offiziellen Fördermitteln oder Zuschüssen unterstützt, sondern lebt vom Engagement der Mitarbeiter und von Bücherspenden. Hunderte Kisten, Woche für Woche, eine Vielzahl spannender Geschichten. Also Bücher haben mich ja wirklich mein Leben lang begleitet. Und ich bin so ganz überrascht, weil ich nie damit gerechnet habe, tatsächlich mit Büchern etwas zu machen, dass es letztendlich dazu gekommen ist. Das war eher Zufall, weil ich zu viele davon hatte und zu wenig Platz in unserer Wohnung. Ich spende meine Bücher, weil wir gerade umgezogen sind und wir so viele Bücher hatten. Auch viele von unseren Kindern, die jetzt größer geworden sind und das nicht mehr lesen. Und ich nicht so viel mitnehmen wollte beim Umzug. Das Praktische ist auch, dass sie kommen und das abholen und ich es nirgends hinschleppen muss. Wir haben eine sehr umfangreiche Leseförderung, unterstützen Schulbibliotheken, geben kostenlos Medienkoffer weiter. Wir haben eine kleine Edition gegründet und ein Buch herausgegeben namens Kreuzberg kocht, wo wir sichtbar machen, wie viele Menschen hier schon allein in Kreuzberg sind, die unsere Gesellschaft anders leben oder sich anders wünschen. Also wenn man hier wohnt, dann, ich habe zum ersten Mal, obwohl ich schon seit 20 Jahren in Berlin wohne und lebe, begriffen, was ein Kiez überhaupt ist, dass man sich tatsächlich, also so eine Überschaubarkeit hat, dass man Menschen trifft,
die hier so in der Umgebung wohnen. Also irgendetwas funktioniert hier. Das hier entsteht ja nur, weil so viele dazu etwas beitragen. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, die Bücher, die hier hinter uns sind, die kommen aus den unterschiedlichsten Teilen Berlins, aus ganz verschiedenen Wohnungen. Sie sind alle gekauft, geliebt, gelesen worden und sind dann weitergegeben worden. Und wenn man sich das so zum Beispiel vorstellt, dass sie alle so an ihren Hersprungsort wieder zurückfliegen würden, dann würden sie so über die ganze Stadt fliegen. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das Buch ist wie ein Garten, das man in der Tasche trägt. Oder Bücher öffnen einem neue Welten, neue Perspektiven, neue Sichtweisen. Bücher sind so vielfältig. Ganz wichtig ist bei Büchern, dass man, wenn man liest, die eigene Fantasie in Anspruch nimmt und nicht Bilder sozusagen produziert bekommt und dass man immer das Tempo bestimmen kann. Und weil Bücher etwas so Einzigartiges und Wichtiges sind, setzt sich der Büchertisch auch aktiv für die Leseförderung ein. Bücher werden an Grundschulen verteilt, an Bibliotheken gespendet oder direkt an Kinder im Laden verschenkt. Ich finde das ganz wichtig, dass man freien Zugang zu Büchern hat. Viele Eltern schaffen einfach diese Hürde zur Stadtbibliothek zum Beispiel nicht. Ich finde es toll, dass Kinder hier ein Buch sich mitnehmen dürfen, gratis. Und man muss einfach die Kinder von Anfang an Bücher gewöhnen. Das ist ein ganz fester Bestandteil der Kultur. Nicht nur Kinder profitieren von den Angeboten des Berliner Büchertischs. In zwei Filialen in Kreuzberg und auf einer ausführlichen Internetseite kann jeder Berliner Bücher kaufen und dabei sogar Gutes tun. Denn wenn man den Büchertisch unterstützt, hilft man einem ganz besonderen Teil Berliner Kiezkultur. Also weil wir uns nicht nur Mühe geben, halt dem Kunden das Recht zu machen, sondern halt auch einen wichtigen Beitrag leisten, halt um die Verbreitung von Büchern auf günstigstem Wege halt. Also sei es auch als Verschenkbücher, als auch ganz günstige Ware. We can do something good and help people and we recycle things, so we are also doing good things to the planet, to the earth. Oh, ich finde, hier arbeiten ganz viele Helden. Und ich finde auch alle Kunden, die bei uns Bücher mitnehmen, sind auch Helden, weil sie, weil sie einfach uns unterstützen damit und weil zu einer guten, großen Sache ganz viele kleine Mosaikstücke gehören. Und wir arbeiten doch ziemlich hart für das, was wir hier umsetzen. Also das muss man wirklich sagen. Wenn man das Wort Pate hört, denken die meisten von euch wahrscheinlich an einen einschlägigen Mafia-Thriller. Doch wir wollen euch heute etwas andere Paten vorstellen. In Berlin gibt es unterschiedliche Organisationen, die sich dem Thema Patenschaft angenommen haben. Zwei davon haben wir uns heute ins Studio eingeladen. Doch die Paten, die ihr gleich kennenlernen werdet, sind keine Patentanten oder Onkel im klassischen Sinne. Diese Paten geben Kindern etwas zurück, was sie vielleicht sonst nicht hätten. Etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann, nämlich Zeit und Zuneigung. So hat die Hand in Hand Patenschaft e.V. kürzlich mit Paten und Patenkindern in einem Berliner Hotel Weihnachtsplätzchen gebacken. Dabei haben wir ihnen ein bisschen über die Schulter geschaut. Ich freue mich nun ganz herzlich, meine Studiogäste begrüßen zu können. Das sind zum einen Frau Ricarda Weller, Vorstandsvorsitzende der Patenorganisation Hand in Hand e.V., Patin Alexandra Tschoma, zusammen mit Patenkind Elia Cook und Frau Dr. Christiane Jaab, Vorstand des Vereins Das Patenprojekt. Frau Jaab, erstmal alle natürlich hallo. Frau Jaab, warum überhaupt Patenschaften? Worin besteht die Notwendigkeit? Ja, die Notwendigkeit besteht, weil es Kinder gibt, die ein nicht ausreichendes Umfeld haben, aus unterschiedlichsten Gründen, weil das Kind Besonderheiten hat, weil es einfach die Großeltern nicht in Berlin hat, sondern nur eine Mutter hat oder nur die Eltern in Berlin hat. Und unterschiedlichste Ausgangssituationen sind da gegeben. Wenn man jetzt zu Ihnen kommen würde, sagen, ich hätte Lust, Pate zu werden, was für Stufen muss man dadurch laufen, um zu so einer Patenschaft zu kommen? Ja, als erstes muss man sich bewusst sein, dass es sehr lange dauert, bis man Pate werden kann. Also bis man seinem Kind gegenübersteht. Es sind mehrere Schritte. Es gibt einen Auswahlprozess. Da geht es darum, den Paten auf Herz und Nieren zu prüfen, wenn man so will, ihn zu schulen und vor allen Dingen, dass der Pate sich selbst im Klaren wird, was da auf ihn zukommt. Ja. Es ist ja immer so, es gibt ja die Eltern und die Eltern sind immer die Ersten im Leben des Kindes. Das muss man wissen.
So, und dann gibt es halt die Vermittlung und am Ende der Vermittlung, die auch wieder über mehrere Schritte geht, am Ende der Vermittlung lernt der Pate sein Patenkind dann kennen, immer im Beisein, alles vom Psychologen. Mhm. Frau Schumer, Aliyah und Sie bilden schon eine Einheit seit 8 Jahren. Was hat Sie denn dazu bewegt, Pate zu werden? Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg und hier in Berlin hatte ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu kleineren Kindern. Aliyah war damals 3,5 und ich hatte einfach Lust, irgendwie im alltäglichen Umgang was mit kleineren Kindern zu machen. Das hat mir hier gefehlt und dann habe ich zufällig eine Anzeige vom Patenprojekt gelesen und gesagt, ach, das wäre was für mich, habe mich da gemeldet und nach einem halben Jahr habe ich dann Aliyah kennengelernt und seitdem bin ich ihre Patentante. Und jetzt als derjenige, der sich freiwillig dazu entscheidet, so viel Zuneigung einem Kind zu geben, muss man sich eventuell manchmal auch zurückhalten, nicht zu viel zu geben, das Kind eventuell manchmal zu erdrücken, vielleicht mit zu viel Zeit? Mit zu viel das Kind zu erdrücken, glaube ich, ist nicht so das Problem. Man muss nur gucken, dass man sich selbst abgrenzt von der Familie und sagt, okay, ich bin die Patentante von Aliyah, ich bin aber keine Familienhelferin. Ich habe zur Mutter einen guten Kontakt, auch ein freundschaftliches Verhältnis, aber wir sind nicht befreundet und ich bin nicht die Mutter. Und wie Frau Jaab schon sagte, die erste Bezugsperson für Aliyah ist immer die Mutter. Und auch wenn mir vielleicht nicht alles hundertprozentig gefällt, was dort in der Familie gemacht wird, das ist nicht meine Aufgabe, da irgendwie an der Mutter rumzukritisieren, vor allen Dingen überhaupt nicht vor Aliyah, sondern einfach zu gucken, dass ich mit Aliyah eine schöne Zeit habe. Das ist sozusagen das Hauptaugenmerk in der Patenschaft. Und Frau Weller, wo könnten da eventuell manchmal Probleme auftreten in der Kommunikation zwischen Patenkind, Pate und Eltern? Naja, die Paten haben halt die Sonntagskinder. Die Mutter hat die Alltagskinder, die Paten, die Sonntagskinder. Kann schon mal passieren, dass ein Kind nach Hause kommt und die Mutter fragt, na sag mal, warum hast du nicht so ein schönes Auto wie meine Patin? Oder warum bist du nicht so fröhlich immer wie meine Patin? Das müssen die aushalten können. Es kann auch sein, dass ein Kind zur Patin geht und sagt, ich möchte lieber, dass du meine Mutter bist. Das musst du auch aushalten können. Ab welchem Punkt kann es da kritisch werden? Also fangen Sie an, also greifen Sie ein in Situationen, wenn Sie merken, es wird zu heikel, dass das Gefühl des Kindes sich stärker mehr zum Paten hingezogen fühlt als vielleicht zur Mutter oder zum Vater? Naja, es wird dann heikel, wenn die Patin das nicht mehr leisten kann. Also wenn die sich unwohl fühlt, dann wendet sie sich an uns und dann versuchen wir das zu glätten. Wir haben auch eine Mediatorin, die uns dabei hilft, wenn mal irgendwas nicht klappt. Meistens klappt's. Also diese Situationen sind relativ selten. Wir versuchen schon beim Matching darauf zu achten, dass die Patin nicht nur zu dem Kind, sondern auch in die Familie passt. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt eine Familie aus Bangladesch ist, bei denen die Kinder teilweise gewohnt sind, in einem Bett zu schlafen. Ja, das ist ganz normal. Das machen die auch, wenn sie Angst haben nachts, dann gehen die zum Geschwisterkind ins Bett. Und wenn jetzt eine Patin sagt, ich möchte, dass mein Patenkind bei mir übernachtet und nicht ertragen kann, dass das Kind zu ihr ins Bett will, ja, und nicht alleine schlafen kann und dann anfängt zu weinen, dann müssen wir eingreifen. Das ist dann so eine Sache, wo man sagt, das passt nicht. Mhm. Und Aliyah, hast du vielleicht mal Lust, mir zu sagen, was du so mit deiner Patentante Alexandra alles machst? Also was unternehmt ihr zusammen? Wir fahren oder fliegen nach Schweden. Oh, das ist aber klasse. Manchmal gehen wir schwimmen oder kochen, fahren Schlittschuh, also Schlittschuh laufen. Habt ihr jetzt in der Vorweihnachtszeit auch ein bisschen Plätzchen schon mal zusammengebacken? Ja. Ja? Und hat Spaß gemacht? Ich hätte jetzt auch gerne ein paar Plätzchen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das haben wir ja gerade gesehen, schön in der Matz, dass Sie Unternehmungen mit Kindern tätigen. Machen Sie das öfter? Also basiert das auf einer gewissen Regelmäßigkeit? Oder was haben Sie da so für ein Gruppenangebot, sag ich mal? Ja, regelmäßig ist das Sommerfest. Das findet jedes Jahr statt. Und es kann nur was stattfinden, wenn wir jemanden haben, der es bezahlt. Mhm. Also da macht das Catering dann das Regent Hotel. Und die haben uns schon im letzten Jahr zum Weihnachtsbacken eingeladen, haben es in diesem Jahr wieder gemacht. Und das soll jetzt eine Tradition werden, dass wir also im Jahr einmal das Sommerfest und das Backen haben.
Und fürs nächste Jahr haben wir uns schon überlegt, wollen wir dann einen Kniggekurs machen. Ach, das ist ja krass. Aber wie gesagt, das können wir alles nicht selber bezahlen, das machen die dann. Das ist, wir sind leider schon, Studiozeit ist immer knapp beim Messenger angekommen. Ich habe auf Ihrer Website, Frau Jaap, das ganz schönes Zitat von Albert Schweitzer gefunden. Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Abschließend vielleicht, was würden Sie potenziellen Paten in Spee mit auf den Weg geben? Dass Sie genauso viel Glück haben, zusätzliches Glück durch Ihr Patenkind wie das Patenkind. Ja, weil es ist einfach sehr schön, ein Patenkind zu haben. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das fand ich wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass Sie meine Gäste heute waren. Und wir hoffen, dass wir euch das Thema Patenschaft ein wenig näher beibringen können und vielleicht auch Anreiz gegeben haben, selber mal Pate zu werden. Musizieren, Theater spielen oder einfach reden. Das Werk 9 im Regierungsviertel kümmert sich um Jugendkulturarbeit und somit darum, dass junge Menschen auch nach der Schule noch einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können. Für viele Jugendliche ein wesentlicher Bestandteil ihres Alltags. Die Betreuer und Musiklehrer sind für sie echte Kiezhelden. Doch nach wie vor muss das Werk Jahr für Jahr um ihren Erhalt kämpfen. Wir sind zum Werk vor so ungefähr einem Jahr gekommen. Und wir haben uns auf jeden Fall gleich am ersten Augenblick total verliebt, weil die Leute hier sind einfach mal so tolerant. Sie nehmen einen einfach so, wie sie sind, wie man ist. Hallo! Morgen ist halt ein Auftritt. Wir treten halt auch fürs Werk auf im Weinmeisterhaus. Und ja, wir zeigen einfach mal so, was das Werk so macht. Und ja, um uns halt so ein bisschen vorzustellen. Also das Werk 9 gibt es seit 1994. Wir sind letztes Jahr 18 geworden. Und die Idee ist entstanden, Freunde von uns, Musiker, Freunde von mir, wir haben zusammen gesagt, okay, wir machen mit Jugendlichen Musik. Hatten 60 Jugendliche, mit denen sind wir hierher gezogen und haben dieses Projekt sozusagen so gebaut. Es war ein leerer Raum, konnten zusammen das Werk 9 so gestalten, nach unseren Vorstellungen, wie ein Bergwerk. Wir machen an Wochenenden veranstalten wir Konzerte. Und natürlich neben Musik die Schiene Theater, ganz klar. Schauspiel, wir haben eine Menge junge Menschen, die auch mittlerweile Schauspiel studieren. Also wir haben Wartelisten im Musikbereich für den Unterricht zum Beispiel, für unsere kleine Musikschule. Ansonsten Bandproberäume bieten wir an. Das ist eh bloß immer, dass die Bands einmal in der Woche eine Bandprobe bekommen. Also die Nachfrage ist groß. Wir kriegen noch einen Bandcoach dazu und der bringt uns auch sehr viel bei. Und wenn man sieht, wie wir uns verbessert haben, finden wir auch, dass wir schon ziemlich gut geworden sind. In der Diskussion, welche Häuser oder welche Clubs oder Projekte geschlossen werden, ist natürlich das Werk 9 immer in der Diskussion, weil wir Jugendkulturarbeit machen. Wir machen jetzt nicht Arbeit an sozialen Brennpunkten. Ich kann nachvollziehen, dass Sie einfach mal Geld einsparen sollen aber, und müssen, weil Sie irgendeine riesen Anzahl an Schulden haben, aber doch nicht an uns. Das ist etwas schwierig und das ist den Jugendlichen auch immer schwer zu vermitteln. Es ist zum einen die nicht ausreichende Niederschwelligkeit, also niederschwellige Angebote, das ist was ganz Wichtiges, das ist Hausaufgabenbetreuung. Das ist aber vor allem einfach irgendwo hinzukommen, sich da hinzusetzen, sich miteinander zu unterhalten. Wir verstehen das nicht so richtig, denn wir haben hier auch einen Kickertisch, wie es den so in jedem Jugendclub gibt. Hast du schön gemacht. Komm, schaffen wir. Natürlich kann an unserer Bar jeder sitzen, der möchte. Nur die Jugendlichen kommen, weil hier so viele Projekte laufen, dann auch auf den Gedanken natürlich zu fragen, oh, kann ich hier mal mitmachen und mal Musik machen, proben oder dann hier mal auch aufführen, Theaterstücke oder so. Und das ist ein wirkliches Problem, ist,
die Überregionalität des Werk 9. Obwohl hier sehr viele Jugendliche sind aus dem Großbezirk Mitte, das heißt aus Wedding, Tiergarten und Altmitte und Moabit, kommen hier doch immer wieder Jugendliche her, die aus Spandau herkommen, aus Marzahn, aus Reinickendorf, um sich hier zu treffen, weil sie hierher die kürzesten Anfahrtwege haben und weil ja doch die Mitte von Berlin das ist, wo man sich als Mittelpunkt am besten treffen kann. Du bist der Chef. Ich habe ansonsten eigentlich gleich noch eine Kollegin hier, aber die hat heute noch bis spät Uni. Wir machen das ja alle nur so nebenbei. Wenn man die Zeit, die einem bleibt, mit Barmherzigkeit und Liebe füllt und sie nicht in Gram und Eigennutz sinnlos verstreichen lässt. Dies, Ebenezer, ist mein Geschenk an dich. Was soll ich lang reden, wenn es mir nicht gefällt? Ich will meinen Frieden. Sie wollen mein Geld. Die Kinder, die kommen raus aus ihren Kiez, kommen hier zusammen, können auch eine ganz andere Verständigung aufbauen, auch aus denen, weil die Bezirke ja doch soziale und kulturelle Abgrenzungen eigentlich doch sind. Das heißt, die kommen hier zusammen, die machen hier zusammen Projekte, die machen Musik, die machen Theater und dann wird ihnen von den Politikern gesagt, bleibt doch lieber bei euch, ihr habt doch da auch eure Jugendeinrichtungen, da könnt ihr doch auch sein, da seid ihr unter euch. Denn der Bezirk Mitte möchte nicht bezahlen für die Jugendlichen aus den anderen Bezirken. Wie soll man das denn jemandem vermitteln? Das ist doch irgendwie schwer zu begreifen. Also die Jugendlichen werden sich wieder mobilisieren lassen, aber es ist zermürbend. Wie können wir jetzt in 2013 die Einrichtung so sichern, dass wir nicht jedes Jahr bangen müssen oder auch die Einrichtung selber und die Akteure vor Ort bangen müssen, dass ihre Einrichtung geschlossen werden wird? Ich kann im Moment noch nichts Abschließendes sagen, aber natürlich ist es mein Ziel, auch im Haushalt 14, 15 dann keine Einrichtung zu schließen. Wir wollen jetzt zwei Lieder spielen. Ein Lied von uns, das heißt, das haben wir geschrieben. Und es geht auch unter anderem ums Werk 9, weil wir nicht wollten, dass es schließt. Kurz vor Schließung wurde das Ruder nochmal rumgerissen und der Erhalt für 2013 gesichert. Doch wie es für 2014 aussieht, ist noch unklar. Bleibt zu hoffen, dass Werk 9 nicht jedes Jahr wieder um seinen Erhalt bangen muss. Als nächstes begrüße ich nun unseren Studiogast. Wir sind nämlich der Meinung, dass Poetry Slammer echte Berliner Helden sind. Poetry Slam ist ein wichtiger Teil der Kiezkultur, der es wie kein anderer versteht, zu kritisieren und trotzdem zu unterhalten, anzuregen, ohne Oberlehrer zu spielen. Besonders engagiert ist der Slammer Tom Maas. Herzlich willkommen und viel Spaß. Und ich tue das, was Poetry Slammer immer tun, einen Text rausholen, einen selbstgeschriebenen Text und den vorlesen. Der Text heißt Passiv aktiv sein und der geht so. Liebe Mitbürgerin, am letzten Donnerstag sahen Sie, ja Sie, als Sie durch die Unterführung beim Bahnhof gingen, wie eine schwangere vietnamesische Frau von einer Gruppe Nazis bedroht wurde. Wie die Sache ausging, wissen Sie nicht, denn Sie sind weitergeeilt. Auch haben Sie am nächsten Tag absichtlich die Zeitung nicht gelesen. Von dem Vorfall in der Unterführung trägt sie die Erinnerung zu der Schulhofprügelei, die sie neulich beobachteten. Aber Einschreiten ging nicht. Sie mussten schließlich zur Arbeit. Dabei haben sie sogar gesehen, dass es der kleine Jeremy aus der Nachbarschaft war, der da auf dem Schulhof krankenhausreif geschlagen wurde. Und nicht einmal im Nachhinein stellen sie sich als Zeugin zur Verfügung. Sie könnten die Täter beschreiben. Tun es aber nicht. Und als ihre Schwester am Telefon von Jeremy zu erzählen anfing, haben sie das Gespräch unter dem Vorwand beendet, bei ihnen würde die Milch überkochen. Wollen Sie wirklich so weiterleben? Wollen Sie wirklich so weiterleben? Wollen Sie wirklich so weiterleben? Ein Ausfall im zivilcouragierten Umgang mit ihren Mitmenschen reiht sich an den nächsten.
Wissen Sie denn nicht? Wissen Sie denn nicht, dass Ihnen geholfen werden kann? Ja, Ihnen kann geholfen werden. Zivilcourage for you nimmt sich Ihrer an. Passiv, aktiv sein lautet unser Slogan. Wir schämen uns nicht für Sie. Sich passiv schämen haben schon andere getan. Nein, wir ergreifen für Sie das Zepter der Aktion. Melden Sie sich an bei Zivilcourage for you und Sie erhalten Ihren persönlichen Code, den Sie bitte immer angeben, wenn Sie uns kontaktieren, damit unsere Leistungen Ihrem Zivilcourage-Konto gutgeschrieben werden können. Ich erkläre Ihnen mal, wie das dann in der Praxis abläuft. Also, sobald Sie zum Beispiel eines Nazis gewahr werden, der eine vietnamesische Frau belästigt, zücken Sie Ihr Mobiltelefon und rufen Sie uns an. Sofort. Pronto. Seien Sie gewiss, einer unserer Mitarbeiter wird binnen Kürze am Tatort eintreffen und an Ihrer Stadt eine zivilcouragierte Maßnahme anwenden. Nach selbstverständlich erfolgreichem Abschluss der Mission zieht sich unser Mitarbeiter zurück und Sie können die Lorbeeren für das mutige Eingreifen einheimsen. Nie wieder brauchen Sie Angst zu haben, die Zeitung aufzuschlagen, denn nun wird nicht mehr nur über einen weiteren Übergriff berichtet, sondern Ihre Handlungsweise ist es, von der am nächsten Tag zu lesen ist. Und die Angelegenheit mit dem auf dem Schulhof verprügelten kleinen Jeremy, das kriegen wir auch in den Griff. Probieren Sie in diesem Fall doch mal das Modul, in dem sich eine unserer Mitarbeiterinnen mithilfe eines professionellen Maskenbildners Ihrem Äußeren anpasst und dann als Sie zur Polizei geht, um die Aussage zu vollbringen. Die Täter werden geschnappt und Sie sind erneut die Heldin des Tages. Worauf warten Sie? Melden Sie sich jetzt an bei Zivilcourage for you. Und ich sag Ihnen was. Wenn Sie sich noch heute registrieren, erhalten Sie ein Jahr lang auf all unsere Leistungen 10% Rabatt. Zivilcourage for you. Passiv, aktiv sein. Ja, lieber Tom, erstmal vielen Dank, dass du es heute hierher geschafft hast, dir die Zeit genommen hast. Und jetzt erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du auf diesen Text gekommen? Was hat dich dazu inspiriert? Es gab da mal einen Literaturwettbewerb. Es gibt in diesem Land viele solche Wettbewerbe, die haben auf Themen, wo es schwierig ist, etwas zu finden, was ich darüber schreiben könnte. Und dieser Wettbewerb kam aus Sachsen-Anhalt und der hatte das Thema Zivilcourage. Das Problem bei so einem Thema ist, dass da etwas bei rauskommen kann, was zu politisch korrekt ist, was so gut menschenhaft ist, zu gut gemeint ist. Da wir aber alle nicht perfekt sind, würde das dann relativ langweilig wieder rüberkommen und es eigentlich keinem irgendwas bringen. Also es ist schwierig, da eine Kurve zu kratzen, dass es irgendwie interessant ist, aber nicht so sehr auf dieser PC-Schiene fährt. Ja. Sag mal, als abschließende Frage, wenn du dir vorstellen könntest, irgendwo aufzutreten, das könntest du dir aussuchen, welche Location und vor welchem Publikum würdest du das machen? Ich mag ja Wasser ganz gern und außerdem habe ich am Hang zu etwas Trashigen und ich würde ein Kreuzfahrtschiff sehr schön finden. So für ein Kreuzfahrtschiff gebucht werden, die Leute reisen durch die Gegend und da gibt es ja immer, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, vom Traumschiff, da treten abends immer irgendwelche Acts auf. Das würde ich für eine lustige Art von Unterhaltung finden, wenn mich jemand für sowas fragen würde. Das finde ich gut. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass AIDA dich anfragen wird in naher Zukunft. Ja, und viel Glück auf jeden Fall für deinen weiteren Berufs- und Poetry-Slam-Weg wünschen wir dir. Dankeschön. Genau. Tja, die Kiezhelden. Es gibt sie in deinem und in meinem Kiez. Und wir hoffen, dass wir heute euch ein bisschen zeigen konnten, wer diese Menschen sind, die jeden Tag mit so viel Herz und Engagement deinen Alltag ein bisschen lebenswerter machen. Und vielleicht schaust du jetzt mal ein bisschen genauer hin, wer genau diese Leute sind und hast vielleicht auch selber Lust, einen von unseren Kiezhelden, die wir dir heute vorgestellt haben, bei seiner Arbeit zu unterstützen. Ein Kiezheld zu sein. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie kostet nämlich sehr viel Zeit und Energie. Tja, und wir freuen uns ganz doll, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und falls ihr jetzt denkt, oh, das hätte ich gern noch meinen Kumpel oder meiner Freundin gezeigt, dann ist das kein Problem. Denn ihr könnt euch einfach unter www.alex-berlin.de auf die Mediathek klicken. Dort könnt ihr euch den Beitrag in Endlosschleife anschauen. Denn wir sagen Servus, Grüezi und Ade und bis zum nächsten Mal.